alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Björn, 3:1 gewinnt Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ich denke, über verdient oder nicht, da müssen wir nicht groß diskutieren. Verdienter Sieg für Alemannia Aachen, auch in der Höhe. Sie haben einfach diese Power an den Tag gelegt, hier vor den eigenen Zuschauern, haben nach vorn verteilt, Oberhausen zu Fehlern gezwungen, vom eigenen Tor weggehalten und haben es gut gemacht. Jetzt sehen wir da drüben, Julian hat es eben auch schon angesprochen, die Oberhausener Fans, die gesammelt ihren Block verlassen haben, beziehungsweise den Stehblock, um nah ans Spielfeld ranzukommen, und die stehen da jetzt vor der Mannschaft. Ist das für dich ein bisschen überzogen oder hatte sich das angedeutet? Ja, sie sind unzufrieden über den Saisonverlauf, und sie haben sich mehr erhofft, und Oberhausen schafft es nicht, in der Spitze mitzuhalten aktuell. Aber wenn man das richtig beobachtet hat, ist es eine Diskussion, die friedlich verläuft. Das finde ich dann auch gut, ein Austausch. Also es verläuft wirklich friedlich, und ich hoffe, dass ein Zusammenschluss zwischen Mannschaft und Spieler sein kann, beziehungsweise Fans. Es wird dann wahrscheinlich auch nicht mal zwingend um das Ergebnis gehen, sondern um die Art und Weise des Auftritts heute. Ja, es war wirklich so, dass Alemannia Aachen gefühlt etwas mehr in die Waagschale geworfen hat, aggressiver war, mehr Zweikampfwucht hatte. Nicht, dass die Oberhausener Spieler nicht wollten, die wollten alle, das hat man auch gesehen. Aber Alemannia Aachen hat einfach mehr investiert und dann auch verdient 3:1 gewonnen. Und einer, der einen Anteil daran hatte, den haben wir da. Und der kommt jetzt zu uns zum Interview. Sebastian Schmidt, komm rein. Sebastian. Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch dir auch zum Tor. Hast du da den richtigen Riecher bewiesen? Wahrscheinlich ja, aber dass Mause so über den Ball tritt, war ja eigentlich nicht zu erwarten, oder? Ja, wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir einfach durchlaufen sollen, wenn jemand schießt. Das habe ich in dem Moment gemacht, und glücklicherweise kommt er dann genau zu mir und ich mache das 2:0. Ja. Also ein Fleißsternchen beim Trainer gesammelt, weil du zugehört hast in der Ansprache. Nee, was heißt beim Trainer allgemein? Wir sagen ja auch immer jetzt gerade um die Jahreszeit immer bei jedem Schuss nachgehen, sowas kann immer passieren. Dass es natürlich dann so kommt, umso besser für uns. Du sprichst die Jahreszeit an, vielleicht auch den Platz. War das heute ein intensiveres Spiel als sonst, weil der Platz schwierig war, weil Oberhausen euch körperlich was abverlangt hat? Ja, natürlich war es ein intensives Spiel. Ich würde es jetzt nicht auf den Platz schieben, aber generell gegen Oberhausen wird es immer ein hitziges Duell. Wir haben es heute gut angenommen und am Ende dann auch hochverdient gewonnen. Björn, du hast während deiner Analyse und eben auf dem Weg hier runter mir gegenüber schon erwähnt, was dir heute bei Sebastian, aber auch bei seinen Sturmkollegen besonders gefallen hat, nämlich das Anlaufverhalten. Genau, ich glaube, das war das Ziel von Sebastian, von Yannick und von Held auf der anderen Seite, Oberhausen sehr früh zu attackieren. Das habt ihr richtig gut gemacht aus meiner Sicht. Dadurch Oberhausen schwierig ins Spiel gekommen oder gar nicht in der Spieleröffnung. Und das war euer Verdienst aus meiner Sicht. Geht ihr jetzt mit besonders breiter Brust ins... Ihr habt ein Spiel noch. Mit besonders breiter Brust jetzt wahrscheinlich, weil Platz 3 kann sich sehen lassen. Ja, natürlich. Gerade das Derby gegen Düren. Ich glaube, das ist das letzte Spiel. Da will sich jeder nochmal reinhängen. Und wir wollen einfach diese Euphorie mitnehmen und einen schönen Jahresabend schaffen. Wünsche ich viel Erfolg bei. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian Schmidt. So, der hatte eine Decke, sein Trainer hat keine Decke, der kommt jetzt rein, Helge Hohl. Glückwunsch zum Sieg. Helge Hohl, ich habe Sie ein bisschen beobachtet während des Spiels, ich saß hier vorne. Man sagt ja manchmal, Fußballer sind manchmal ein bisschen leer im Kopf nach einem intensiven Spiel. Sind Sie auch manchmal leer im Kopf nach so einem Spiel? Ich bin nach einem Spiel immer leer, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal im Interview gesagt. Für mich ist es immer anstrengender, ein Spiel zu coachen, als selber zu spielen oder selber Sport zu machen. Ich glaube, der Björn kennt das nach dem Spiel, da fällt so der komplette Ballast ab. Und das war heute auch eine sehr intensive Partie. Aber wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir heute auch diese 3 Punkte holen konnten. Sie haben sich hin und wieder auch mal hingesetzt und Ihren Co-Trainer an die Linie geschickt. Was sind das für Momente? Nehmen Sie sich da eine komplette Auszeit oder diskutieren Sie auf der Bank neue Strategien mit anderen Co-Trainern? Also grundsätzlich ist das so, dass wir eine Aufteilung haben, gerade was auch Standardsituationen angeht, dass die vom Co-Trainer vorbereitet werden, trainiert werden und dementsprechend auch im Spiel nochmal gecoacht werden. Und dann gibt es immer wieder so Momente, wo wir uns natürlich Gedanken drüber machen, wie wir nochmal einen Impuls auch im Spiel geben können, was wir verändern können. Ich glaube, da ist es auch wichtig, sich als Trainer nochmal so ein bisschen zurückzunehmen, so eine Metaperspektive auch einzunehmen, um dann auch wohl durchdachte Entscheidungen zu treffen. Und wir finden es immer sehr
sehr, sehr wichtig, dass trotzdem einer draußen auch steht, dass die Mannschaft sieht, dass wir aktiv sind, dass wir dabei sind. Und deshalb haben wir da eigentlich eine klare und gute Aufteilung, meiner Meinung nach. Ihre Mannschaft war auch besonders aktiv, vor allem in der Anfangsphase. Man hatte das Gefühl, dass Oberhausen überhaupt keine Idee hatte, wie sie sich aus dem Druck ihrer Mannschaft lösen wollte. Ist das so ein Ding, dass Sie gerade in der Anfangsphase besonders Druck machen wollen? Also eigentlich wollen wir immer Druck machen. Ist natürlich schwer, über 90 Minuten das auch so beizubehalten. Gerade hier am Tivoli ist immer sehr gefährlich, weil man von den Fans sehr gepusht wird, dass man nicht überdreht. Ich glaube, die ersten 20 Minuten waren wir sehr, sehr gut im Spiel, hatten viele gute Umschaltmomente, gerade über die Flügel, über Jannis Held, Sebastian Schmidt. Das war wirklich überragend. Dann sind wir einen Tick zu tief gefallen, haben auch dann die ein oder andere unnötige Standardsituation zugelassen, wo Oberhausen dann schon auch gefährlich wurde, auch das Tor macht. In der zweiten Halbzeit war natürlich wichtig, dass wir direkt wieder gut rauskommen, das 3-1 machen. Und ich denke, am Ende haben wir es dann auch gut runtergespielt, nicht mehr viel zugelassen, hatten noch die ein oder andere Umschaltsituation, gerade über Freddy Baum, wo wir auch das vierte Tor hätten machen können, dann wäre der Drops endgültig gelutscht. Aber ich bin natürlich sehr, sehr zufrieden heute auch mit der Mannschaftsleistung und mit den 3 Punkten. War also auch der Plan in der zweiten Halbzeit, nicht mehr zu früh Druck zu machen, sondern zumindest mal hinten mindestens kompakt zu stehen und dann die Räume, die sich ergeben, zu nutzen? Nee, eher das Gegenteil, weil wir gemerkt haben, dass als wir tiefer reingerutscht sind, dass wir dann Probleme bekommen haben. Deshalb wollten wir hoch anlaufen, haben dann natürlich das frühe Tor gemacht, und mit einer 2-Tore-Führung ist es dann nochmal was anderes. Da muss der Gegner kommen, muss der Gegner aufmachen, dann fällst du etwas kompakter, und dann ging es halt nur noch übers Umschaltspiel. Und ich denke, das haben wir auch gut gemacht. Wie gesagt, außer die gefährliche Freistoßsituation von Anton Heinz habe ich aus meiner Sicht nicht mehr viel zugelassen, und dementsprechend war das dann defensiv auch wirklich gut. Alles klar, Helge Hohl, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und viel Erfolg fürs Düren-Spiel. Dankeschön. Das waren 2 Aachener Stimmen, genau. Und wir holen Tanju Öztürk direkt dazu, wenn er denn mag. Tanju, grüß dich. Erste Frage, du bist in der, ich glaube, 5. Minute, es war ziemlich früh, direkt mal gegen den Pfosten gerasselt. Hast du davon irgendwelche Schäden davongetragen? Wie geht's dir? Boah, jetzt im Moment merke ich davon nichts. Also Arm tut noch ein bisschen weh, aber sonst ist okay. Für dich war es eine erste Halbzeit, die du so wahrscheinlich auch nicht so oft erlebst. Erst der Pfostentreffer, dann unter dem Druck der Aachener das erzwungene Eigentor und dann dein Tor noch selbst. Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Sicht, wie lief die erste Halbzeit? Ja, ich sag mal, die ersten paar Minuten, also wir haben, glaube ich, die bessere Großchance am Anfang mit Doro, wo der einen Rückpass vom Aachener sieht, wo hätte man auch 1-0 gehen können. Gut, danach hatten wir so eine kleine Schwächephase, muss ich sagen. Da hatten die Aachener ein bisschen Druck, dann machen die auch, erzwingen das 1-0, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich hätte mit Brusting gehen können. Fällt ab ins Tor, gut. Kassieren wir ein sehr unglückliches 2. Tor, der will schießen, der Ball trifft ihn nicht richtig und der geht genau in den Lauf von Aachener, der super einläuft, muss man auch sagen, aber der macht ihn dann auch noch weg. Gut, danach hatten wir nach dem 2-1 eine sehr gute Drangphase, dann waren wir richtig im Spiel, aber da kommst du natürlich aus der Halbzeit raus und kriegst direkt in die kalte Dusche, kriegst direkt das 3-1, aber gut, genau muss man sagen, dann ist es verdient für die Aachener, sich reinzumachen. Ihr wart eben lange in der Kurve mit den Fans, was wurde da besprochen? Besprochen wurde, keine Ahnung. Also wir wollten uns mit denen austauschen. Die fahren ja nicht umsonst 150, 160 Kilometer Woche für Woche. Und dann haben die auch das Recht, uns nach, okay, keine schlechten Leistungen, aber uns mal auch die Meinung zu sagen, das müssen wir uns anhören. Das gehört dazu, zum Fußball. Alles klar, danke, Tanju Öztürk. Und dann machen wir den Rahmen direkt zu. Mike Terranova. Mike Terranova, wir hatten vor dem Spiel drüber gesprochen, wie ungünstig vielleicht 20 Minuten manchmal laufen können, und dann waren das direkt richtig ungünstige 20 Minuten. Da ist Ihr Team gar nicht ins Spiel gekommen, oder? Zu Beginn. Ja, ist richtig. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz so täusche, hatten wir die erste Großchance mit einem Rückpass. Ich glaube, so mit ein bisschen mehr Erwartungshaltung können wir da in Führung gehen. Das dreht natürlich alles nochmal. Wir wussten natürlich auch, dass die Aachener halt stark sind, gerade auch über den Flügel. Das hatten wir angesprochen, dass sie den überladen, dass wir dann aber auch hinterhergehen, sondern da die Überzahl nicht schaffen. Ich glaube auch, müssen wir erst nochmal angucken, dass wir auch in eigenem Ballbesitz die Bälle verlieren, dass sie dann darüber halt gekontert haben oder schnell umgeschaltet haben. Gut, erste war ein Eigentor, aber das zähle ich nicht als Eigentor. Das war einfach auch gut gemacht, weil er den, so wie ich mir das auch wünschen würde, wenn ich an der Grundlinie durchspiele, ich sehe keinen, guck so fest wie möglich rein, dass vielleicht ein oder einer drankommt, dann ist es halt so von Euphorie, gerade auch hier vom Publikum getragen, direkt das 2. Und dann habe ich gedacht, oh, das, ne, wenn du so früh 2 Tore kriegst, das kann halt eklig werden. Dann sind wir halt durch eine Standard zurückgekommen. Und dann muss man sagen, waren wir eigentlich richtig gut im Spiel. Ne? Dann haben wir auch Ballruhe gehabt.
Und ich glaube, die hätten sich auch nicht wundern müssen, wenn wir dann noch den Ausfall schaffen vor der Halbzeit. In der Halbzeit haben wir uns natürlich vorgenommen, genau da weiterzumachen. Und dann ist es das Schlimmste, was passieren kann nach der Halbzeit. Auch wieder so ein Zweikampf im Zentrum, wo wir den Ball verlieren, wo wir nicht dazwischen hauen. Die machen das 3-1 und dann muss man sagen, können wir auch Glück haben, dass wir das vierte, fünfte nicht kriegen, weil dann haben die sich in einen Floh gespielt, dann hatten wir auch eine schlechte Restverteidigung und ja, dann hatten wir einfach die Ballruhe nicht. Dann gehen wir dann auch Risiko in Zonen, wo man eigentlich auch mal ein bisschen anders spielen sollte, aber unterm Strich dann natürlich eine verdiente Niederlage. Ne? Eine sehr gute Analyse, habe ich gerade nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Mike Terranova. So, Dankeschön. Genau. Er hat sehr lange analysiert, sehr ausführlich. Ja, ich glaube, er hat es auf den Punkt gebracht, oder? Er hat es auf den Punkt gebracht. Er ist enttäuscht, zu Recht enttäuscht und deswegen eine verdiente Niederlage. Verdiente Niederlage. Um den Rahmen zu schließen, weil unsere Sendezeit ist gleich auch schon vorbei. Björn, Alemannia Aachen gewinnt 3-1, sie haben verdient gewonnen. Sie haben diesen Kampf, von dem wir vorher gesprochen haben, in der Intensität, in der spielerischen Leistung einfach besser angenommen als die Oberhausener. Ja, genau. Sie waren von der ersten Sekunde an galliger, giftiger in den Zweikämpfen, in den Aktionen auch klarer. Das heißt, zielgerichteter Richtung Tor, auch defensiv klarer als Oberhausen. Und deswegen war der Sieg nie gefährdet. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.